Hello! Ich fass es nicht, Leute. Ich drehe wieder. Ich klinge immer noch ein bisschen komisch, aber heute ist der erste Tag, an dem ich mich nicht mehr ganz so schrecklich fühle. Für die Leute, die nichts mitbekommen haben, ich war die letzten 3 Wochen, 2,5, 3 Wochen immer wieder krank. Ich habe das immer so ein bisschen mit mir mitgeschleppt. Es war immer so 2, 3 Tage richtig schlimm und dann ging es wieder und dann war es wieder schlimm. Und ich habe eigentlich im Grunde die letzten 3 Wochen fast nur geschlafen. Aber so langsam habe ich das Gefühl, es wird wieder. Ich klinge, wie gesagt, noch ein bisschen doof, aber ich hoffe, das könnt ihr entschuldigen. Ich hatte einfach so viele Weihnachtsvideos geplant für dieses Jahr, dass ich mir in den Hintern beißen könnte, dass ich das alles nicht mehr schaffe, weil jetzt Weihnachten schon bald da ist. Aber ich habe mich gestern hingesetzt und habe eine Liste gemacht mit den ganzen Videosachen, die ich auf jeden Fall noch machen möchte vor Weihnachten, weil die einfach cool sind und weil sie jedes Jahr kommen, wie unter anderem dieser Geschenke-Guide. Den Geschenke-Guide mache ich persönlich jedes Jahr. Also wenn ihr die anderen noch nicht gesehen habt, packe ich euch die mal hinter das i. Ich finde es einfach schön, so ein bisschen Ideen zu sammeln. Ich persönlich kriege auch viele Ideen über andere Geschenke-Guides hier auf YouTube und finde das sehr praktisch. Ich finde es gar nicht so leicht, Geschenke für andere Leute zu finden, gerade wenn sie mir wahnsinnig wichtig sind, weil ich dann nicht irgendeinen Scheiß kaufen will, sondern irgendwas, was wirklich gut passt. Und von daher finde ich Geschenke-Guides ganz cool. Ich sammle über das ganze Jahr diese Ideen, immer Sachen, die ich persönlich geschenkt bekommen habe und ich cool fand oder die andere Leute geschenkt bekommen haben und cool fanden oder die ich persönlich verschenkt habe und die gut angekommen sind. Deswegen ist das immer so das Best of the Best und ich dachte, ich zeige euch das mal. Das erste ist was, würde ich sagen, für Leute, die gerne mit dem Smartphone filmen oder Fotos machen und für Leute, die vielleicht so ein bisschen technikaffin sind. Ich denke jetzt speziell an meinen Papa zum Beispiel oder einen Kumpel von mir und es ist etwas, was ich persönlich geschenkt bekommen habe von meinem Kumpel Jay. Den kennt ihr wahrscheinlich, wenn ihr meine Vlogs guckt. Der hat uns vor kurzem hier in Berlin besucht. Der lebt ja ursprünglich in Paris und macht da Daily Vlogs und hat bis vor kurzem alles komplett nur mit dem Handy gefilmt. Und die Qualität ist einfach der Hammer. Und unter anderem ist seine Qualität so gut, weil er so kleine Tools benutzt. Und von denen hat er mir erzählt und ich liebe sie. Er hat sie mir geschenkt. Und zwar ein kleines Stativ und einmal so eine Halterung, wo man sein Handy reinpacken kann, um es auf das Stativ zu packen. Die Sachen sind von Joby. Ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, aber ich finde die Sachen so grandios. Die sind super, super handlich, super klein und trotzdem wahnsinnig stark. Dieses kleine Stativ habe ich auch schon mal in meinen Monatsfavoriten gezeigt und das ist genauso klein und handlich. Das kann man so zusammenklappen und in die Tasche packen. Ist allerhöchstens so groß und dazu eben das Ding. Das kriegt man beides in eine Hosentasche. Gerade wenn ich an meinen Papa denke, der wirklich in so vielen Situationen gerne kleine Filme dreht oder Fotos macht, der auch beruflich sowas gebrauchen kann, ist es eigentlich perfekt und ein super schönes Geschenk. Die nächste Sache habe ich mir selber gekauft, aber ich liebe sie so sehr, dass ich sie auf jeden Fall dieses Weihnachten verschenken werde, und zwar unsere Chemex. Die Chemex ist uralt. Wenn ihr Friends guckt, habt ihr sie auf jeden Fall im Hintergrund schon gesehen. Das ist so ein Glaszylinder, so eine Glaskaraffe, wo man spezielle Filter reintut und der Kaffee, der da durchläuft, ist wirklich sehr, sehr, sehr lecker. Freund Fritz und ich trinken ja eigentlich unseren Kaffee am liebsten türkisch. Aber das mag nicht jeder und das kennt auch nicht jeder. Und wenn man es nicht kennt, dann hat man schnell einfach so diesen Kaffeegrund im Mund und das mag auch keiner. Wenn man sich damit ein bisschen auskennt, hat man das nicht mehr. Aber wenn man Besuch hat, ist es einfach schön, wenn man so diesen ganz normalen Kaffee anbieten kann. Und deswegen haben wir unsere Chemex und ich liebe sie so sehr. Ich finde den Kaffee, der da rauskommt, super lecker. Der hat fast so ein bisschen so eine Cremigkeit. Ich habe keine Ahnung, was in diesen Filtern drin ist, aber der Kaffee daraus schmeckt mir wirklich sehr gut. Kaffee aus Maschinen, so Filterkaffee, normalerweise ist nicht meins, gar nicht. Aber der von der Chemex ist einfach super, super, super lecker. Die Chemex ist ganz cool, weil ihr davon größere Größen oder kleinere Größen kaufen könnt, je nachdem, wie viel Budget ihr habt für die jeweilige Person. Und wenn noch ein bisschen Budget übrig ist, könnt ihr auch einfach mal gucken, was ihr noch so für Kaffeesorten findet, irgendwas Besonderes zum Beispiel. Solltet ihr zufällig in Straßen sein, kauft den Kaffee bei Monopol, der ist sehr, sehr lecker. Ansonsten Aromakaffee, Vanillekaffee, Haselnusskaffee, Mandelkaffee und solche Sachen sind natürlich jetzt gerade um diese Jahreszeit perfekt und eigentlich super für jemanden, der Kaffee liebt. Vielleicht habt ihr Leute, die ihr beschenken wollt, die Katzen haben. Und ich persönlich als Crazy Cat Lady kann sagen, dass ich mich immer darüber freue, irgendwas zu bekommen für unsere Katzen. Sei es Spielzeug oder Leckerlis oder so, weil ich einfach dann Spaß dran habe, mit den Katzen damit zu spielen. Was auf jeden Fall sehr cool ist, wenn man den Geschmack von jemandem halbwegs kennt, dass man mal guckt, ob man nicht so schöne Katzenkörbe oder Liegemöbel oder sowas für Katzen findet. Das finde ich auch immer sehr schön und ich finde es meistens ganz schön schwierig, da wirklich schöne zu finden. Ich habe jetzt neulich einen gefunden, den verlinke ich euch. Der sieht ungefähr so aus. Und ich finde den sehr, sehr hübsch. Ich finde ihn sehr, sehr stylisch. Der ist nicht zu aufdringlich und auf jeden Fall was, was unsere Katzen lieben würden. Diese Dinger kriegt man in verschiedensten Größen und Formen und Preislagen und so weiter. Auch da könnt ihr euch einfach mal umgucken. Ansonsten, wenn ihr ein bisschen mehr Budget habt, dann
ist natürlich auch immer richtig toll, wenn man einen schönen Kratzbaum findet. Ich weiß nicht, ob ich die Einzige bin, die diese fellbezogenen Kratzbäume ganz fürchterlich findet. Und wir hatten ja das große Glück, dass wir vor über einem Jahr jetzt zu unserer Hochzeit, krass, schon über ein Jahr her, einen selbstgemachten Kratzbaum bekommen haben, den ich wahnsinnig schön finde und wahnsinnig liebe. Und immer wieder fragen Leute danach, den kann man nicht kaufen, den haben wir wirklich selbst gemacht bekommen. Also wenn ihr da irgendwie auch ein Talent habt oder jemanden kennt, der das machen könnte, ist es auch ein super gutes Geschenk. Aber ich glaube, auch jeder Katzenbesitzer würde sich freuen über einfach einen sehr, sehr schönen Korb für seine Katze, wo er einfach der Katze auch was Gutes mit tun kann. Und Crazy Cat Lady, bleibe ich natürlich in dieser Kategorie und empfehle euch eine weitere Sache, und zwar Katzenmatten fürs Katzenklo. Das ist was ich wirklich lange vor mir hergeschoben habe. Ich habe schon Kathi davon schwärmen hören und andere Freunde von mir, die Katzen haben. Denn jeder Katzenbesitzer kennt es, dass die Katze ins Katzenklo reingeht, ihr Geschäft macht und dann rauskommt und überall so dieses Katzenstreu noch an den Pfötchen hat und das durch die Wohnung trägt. Das ist unangenehm. Die haben so eine kleine Struktur, ist aber angenehm für die Katzen, um drauf zu laufen. Und die haben so kleine Löcher, und wenn die Katze rauskommt und noch so Katzenstreu in den Pfötchen hat, fällt das einfach auf der Matte ab und sie tragen es nicht mehr durch die ganze Wohnung. Und ich sage euch, Freunde, das hat unser Leben verändert. Ich sauge wirklich sehr häufig, weil wir zwei Katzen haben in der Wohnung. Die Katzenhaare könnt ihr euch wahrscheinlich vorstellen, wahrscheinlich seht ihr ja auch sie aktuell an meinem T-Shirt. Aber trotzdem hat man überall das Katzenstreu, wenn man nicht diese Matten hat. Und ich persönlich finde, es ist ein super cooles Geschenk, weil es eben so ein kleiner Luxusartikel ist. Und ich glaube, gerade jemand, der vielleicht das ein oder andere Mal auch schon erwähnt hat, dass ihn das nervt, würde sich wahnsinnig über so eine coole Lösung freuen. Auch diese Matten gibt es wieder in verschiedenen Farben. Ich habe sie in Weiß und in Schwarz gesehen. Wir haben sie jetzt eher in so einem Beige-Ton, weil es eigentlich am besten so zu unserem Boden passt und am unauffälligsten ist. Aber am Ende könnt ihr da auch wieder gucken, was ist der Geschmack des Beschenkten oder was passt vielleicht auch ganz gut in die Wohnung und worüber würde er sich am meisten freuen. Die nächste Sache hat letztes Jahr eine Freundin von mir bekommen und schwört da drauf, und zwar ein Lichtwecker. Wahrscheinlich kennen das sehr viele von euch, die gerade auch so über die Winterzeit trotzdem früh raus müssen, dass es manchmal gar nicht so einfach ist, aus den Federn zu kommen, wenn es ein bisschen kalt draußen ist und dann klingelt der Wecker so los und dann ist es so ein greller Ton und das Radio und ach, diese lauten Geräusche morgens, ich persönlich mag das auch überhaupt nicht. Aber ich hatte bis jetzt noch keine Alternative. Im Sommer wache ich meistens sehr früh auf, weil das Licht einfach früh da ist. Und genau daraufhin spielt eben auch dieser Lichtwecker an. Da stellt man ganz normal wie bei jedem anderen Wecker auch seine Weckzeit ein, weil man wach sein will. Und der erhöht bis zu dieser Weckzeit Stück für Stück so ganz zart das Licht, das er ausstrahlt. Das heißt, man wird fast so ein bisschen wie alleine wach, weil man einfach so Stück für Stück so zu sich kommt. Der Körper reagiert ja sofort, wenn Licht kommt. Zugegeben, ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, aber bei den meisten Lichtweckern hat man dann auch die Funktion, dass wenn die Weckzeit dann da ist und das Licht sozusagen einen schon so halb geweckt hat, dass dann so ein sanfter Ton losgeht oder eine kleine Musik oder doch das Radio, je nachdem, was man gerne mag. Und sie sagt, sie schwört darauf, sie liebt das total und das ist auf jeden Fall ein super gutes Geschenk für alle Wintermuffel eigentlich. So ein bisschen gehört in die Kategorie auch das nächste. Ich werfe das nur mal so am Rande ein, weil es wirklich auch einfach ein grandioses Geschenk ist, gerade für die Winterzeit, und zwar eine Tageslichtlampe. Auch die kriegt man in den verschiedensten Preiskategorien, von sehr günstig bis sehr teuer. Ich habe euch jetzt wieder das verlinkt, was ich persönlich am besten finde, und es ist meistens so ein bisschen die Mittelkategorie an Preis, die Preis mit, die was, weiß, ich war krank, sorry, mein Gehirn ist noch nicht ganz da. Und ja, das ist jetzt noch ein paar Wochen meine Entschuldigung. Die Tageslichtlampen sind dazu da, so ein bisschen diesem Winterblues zu entkommen. Die kann man sich einfach hinstellen an einen Arbeitsplatz oder abends, wenn man Fernsehen guckt. Oder wenn man irgendwie eine Weile irgendwo sitzt und liest zum Beispiel, kann man sich die einfach hinstellen und anmachen und wird bestrahlt von so einem tageslichtähnlichen Licht. Und der Körper reagiert entsprechend darauf. Das heißt, die Stimmung steigt, man hat mehr Energie, es geht einem insgesamt besser. Gerade wenn man jemand ist, der so sehr empfindlich auf diese Winterdunkelheit reagiert, ist das perfekt. Also auch nur noch mal so am Rande erwähnt als Option für jemanden, der nicht so gut mit dem Winter umgehen kann. Das nächste ist was auf jeden Fall für Pflanzenliebhaber eine tolle Idee ist und für Leute, die so ein bisschen Interior-Sachen toll finden. Meine Omi zum Beispiel ist ein riesengroßer Fan von so Setzlingen. Das heißt, wenn sie spazieren geht oder irgendwo ist und eine schöne Pflanze sieht, pflückt sie sich meistens ein bisschen was davon ab, packt das in ein Glas und wenn das Wurzeln kriegt, dann pflanzt sie es ein und züchtet die schönsten Pflanzen daraus. Ich kenne niemanden, der aus einer einfachen Kaffeebohne, einer ungerösteten, eine riesige Kaffeepflanze machen kann. Nur meine Omi. Zurück zum Geschenk. Ich habe das hier gefunden und ich finde es wunderschön. Ich finde, es sieht sehr, sehr, sehr hübsch aus, sehr stylisch. Passt eigentlich in fast jede Küche gut rein. Und es ist eben was, wo man ganz einfach seine kleinen Setzlinge reinstecken kann und dann zugucken kann, wie die Wurzeln wachsen, bis man sie dann tatsächlich einpflanzen kann. Und ich glaube, für jeden, der Spaß an Pflanzen hat oder an Garten oder so, ist das ein perfektes Geschenk. Dann habe ich eine Sache, die ist vielleicht ein bisschen random. Vielleicht gibt es aber auch einen von euch, der so jemanden kennt. Ich habe einen guten Kumpel, der steht auf alte
Poster. Von so Postern, die man noch aus der Schule kennt, mit den alten Weltkarten drauf, bis hin zu Postern aus dem Bioraum, wo so diese alten Pflanzenabbildungen drauf sind und so weiter. Der steht absolut drauf. Ehrlich gesagt weiß ich auch nicht so richtig, warum ich das erzähle, aber vielleicht gibt es ja tatsächlich jemanden von euch, der sagt, ja genau, so jemanden kenne ich auch. Und diese Vintage-Poster finde ich teilweise wirklich sehr hübsch. Und vielleicht kennt ihr jemanden, der sich darüber freut. Also packe ich das sicherheitshalber auch nochmal in die Infobox. Das nächste ist perfekt für jemanden, der gerne Sport macht und sich gerne mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzt. Ich habe vor ein paar Wochen eigentlich bei Was das geht ein Interview gemacht mit zwei Mädels, die eine nachhaltige Yogamatte rausgebracht haben, die komplett aus recyceltem Material gemacht ist. Die Yogamattenmarke nennt sich Hey Hey Mats und ich fand einfach Wahnsinn, was die Mädels auf die Beine gestellt haben. Das klingt vielleicht für den einen oder anderen jetzt nicht so fancy, die Matten sind aber trotzdem wunderschön. Sie riechen total angenehm, es ist jetzt nichts, wo man sagt, oh ja, man merkt, dass das irgendwie aus Müll gemacht ist. Die sind wirklich toll gemacht und ich finde, es ist auch was man wunderbar unterstützen kann, ist einfach ein mega geiles Projekt ist, was die zwei da auf die Beine gestellt haben. Also vielleicht kennt ihr jemanden, der sich über eine richtig tolle Yogamatte freut oder und jemanden, der sich darüber freut, sowas nachhaltig Hergestelltes zu bekommen. Ich erfinde jetzt mit dem nächsten Tipp das Rad nicht unbedingt neu, aber was ich auch immer wieder cool finde, sind richtig schöne Kochbücher. Gerade wenn ich merke, dass jemand sich mit Ernährung anfängt auseinanderzusetzen und sich für eine bestimmte Richtung entscheidet oder jemand in eine neue Wohnung zieht oder eine erste eigene Wohnung zieht und irgendwie gebrauchen könnte, mal so einen Grundstock an Rezepten zu haben. Da einfach mal zu gucken, was es so für richtig coole Kochbücher in die jeweilige Richtung gibt, ist perfekt. Da haben sich so viele Leute schon so richtig drüber gefreut. Auch für Leute zum Beispiel perfekt, die gerne backen, die lernen wollen, zum Beispiel, wie man Macarons macht. So ein Macarons-Set mit einem passenden Kochbuch dazu ist auch mal eine super coole Idee. Ja, grundsätzlich sind Bücher eine coole Idee. By the way, ich habe auch eins geschrieben, auch das verlinke ich in der Infobox, super Geschenk. Das mit der Self-Promo üben wir noch. Und eins der schönsten Geschenke, finde ich persönlich, ist etwas, mit dem man Zeit schenkt. Sei es jetzt Zeit mit sich und dem Beschenkten oder auch Zeit, die der Beschenkte einfach schön verbringen kann. Meine Eltern zum Beispiel haben sich, glaube ich, in den letzten Jahren am allermeisten über einen Gutschein gefreut, den wir ihnen geschenkt haben, zu einem Drei-Gänge-Menü in einem richtig guten Restaurant bei ihnen in der Nähe. Und es war einfach für sie so ein total entspannter, schöner Abend, weil sie dahin gefahren sind. Sie haben sich den ganzen Abend keinen Gedanken darüber gemacht, ob irgendwas teuer ist, sondern einfach nur genossen, was da kam, sich bedienen lassen. Es gab Vorspeise, Hauptspeise, es gab Dessert, es gab Wein dazu und so weiter. Auch das findet man in unterschiedlichen Preiskategorien. Da kann man wirklich viel Geld ausgeben. Oder man guckt einfach mal, ruft zum Beispiel mal an in den Hotels, die bei euch in der Nähe sind, die richtig schönen Hotels. Die bieten meistens sowas für relativ wenig Geld an und es ist einfach ein hammergeiles Geschenk. Die beiden erzählen immer noch von diesem Abend und es freut mich natürlich wahnsinnig. Was auch immer eine schöne Idee ist, finde ich, sind Gutscheine zum Frühstücken gehen. Das ist ja auch sowas, was man eigentlich selber selten macht, es sei denn, man hat Besuch und auch dann hat man vielleicht so Momente, wo man denkt, oh ja, eigentlich wäre es schön, dahin zu gehen, aber ob ich mir das jetzt gönne. Und dann einfach so einen Gutschein zu haben, den man nehmen kann, sagen kann, ja, heute machen wir das, heute gehen wir so richtig schön frühstücken, Buffet frühstücken und lassen es uns gut gehen. Das sind so Sachen, glaube ich, die machen einfach glücklich. Und es ist nichts, was man zu Hause rumstehen hat, was irgendwie einstaubt und gerade für jemanden perfekt, der eigentlich alles hat. Ich glaube, insgesamt geht es nicht darum, das perfekte Geschenk zu finden oder das teuerste oder das beste überhaupt, sondern was zu finden, was dem anderen sagt, ich habe dich lieb. Und ich höre dir zu und ich möchte dir was Gutes tun. Ich persönlich finde zum Beispiel auch, dass ein einfacher Gutschein für eine Drogerie ein super schönes Geschenk ist. Das kann dir jemand hinwerfen und sagen, da bitte kriegst du zu Weihnachten, dann ist es vielleicht nicht so schön. Aber wenn sich jemand Gedanken macht und vielleicht noch zwei, drei Sätze dazu schreibt oder schreibt, hey, ich habe gesehen, dass du eigentlich gerne diese teuren Shampoos da ausprobieren willst und du traust dich immer nicht, hier hast du den Gutschein, kauf sie dir einfach, probier sie dir aus, gönn dir was, macht das eine ganz andere Aussage. Also von daher versucht vielleicht auch so ein bisschen den Druck rauszunehmen und einfach nach was zu suchen, was den anderen glücklich macht. Alles, worüber ich gesprochen habe, habe ich in der Infobox verlinkt. Ich gehe jetzt und trinke wieder Tee und halte die Klappe. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf und wir sehen uns im nächsten Video, wenn ihr mögt. Bis dann. Tschüss.